So, meine lieben Freunde, das ist also der komplette Turm. Einmal von oben bis unten. Wir haben das gerade mal gut überschlagen, also Bauzeit zu zweit haben wir jetzt rund 6,5-7 Stunden gebraucht. Ich drehe ihn jetzt mal. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, seht schon, das ist schon ein richtig geiles Teil. Also. Da ist er, der böse Mann. Mit Treppchen. Mit Treppchen. Guckt euch mal an, wie groß der Scheiße ist. Ja, das ist schon... Hammer. 2389 Teile. Mhm. Mit... Krass. Beiwerk. Krass. Die Figürchen haben wir jetzt im Hintergrund. Ich hoffe, aber das kennt ihr ja alle. Ich kann da mal kurz ranzoomen noch. Das ist ja auch mehr oder weniger Nebensache in dem Moment. Ja, das Wichtige ist der Turm, vor allem wenn er. Genau, da leuchtet die Perle. Da haben wir die Hexenküche. Magst du die Treppe auch nochmal raus? Kriegst du das hin? Ja. Das passt jetzt auch alles richtig zusammen. So. Seht ihr, so ein Treppchen. Daneben ist nochmal die Möglichkeit, das zu fixieren. Dann geht die Treppe auch nicht ungewollt herum. Also so sieht das Ganze dann nach einem halben Tag Bauzeit aus. Aber wäre ein cooler Job, jeden Tag so ein Ding aufbauen. Warum nicht? Und ich würde sagen, in diesem Sinne, sie muss das nächste Mal, wenn die denn genug Klicks reinkriegen. Richtig. Nein, ein bisschen lohnen muss es sich ja schon. Also wenn ihr wirklich Interesse an sowas habt, ihr könnt ja auch mal Kommentare hinterlassen und so, was ihr von solchen Aufbauaktionen haltet. Denn das ist schon relativ viel Aufwand. Und nur damit ihr mal seht, was wir unter Recycling verstehen. Hier sind die ganzen Tüten. Genau. Aber ich denke mal. Und nicht zu vergessen, die Ersatzteile. Naja, was so übrig geblieben ist. So, das wäre der Turm aus Herr der Ringe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Empfehlt uns weiter, sagt Bescheid. So, Tobias sagt jetzt nochmal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.